Also ich bin der Meinung, in Iron kommen nur Leute rein, die entweder neu mit Ranks angefangen haben oder welche, die eine Lernbehinderung haben. Spielt man jetzt wieder alles mit Pressy Tag? Was heißt denn alles? Hä? Jax und Camille, also Jax, kannst du Pressy Tag im Jungle mitnehmen? Camille kann alternativ Komet mitnehmen, weil Pressy Tag ist auch fein. Ja, das war's auch. Hä? Mehr siehst du doch hier gar nicht. Hä, warum findest du. Crisis lässt sich ein Auto-Tank extra Tank mit 50 Leben. Das ist super gut. Scheiße, ich hätte aber auch Dingens mitgenommen. Second Wind gegen Camille. Ich würde auch gerne bei Doran Shield starten, aber ich finde Doran Shield ohne Second Wind ist halt ein bisschen scheiße. Ach stimmt, ich muss auch meine Cam anpassen, ne? Ah, true. Du bist. Weißt du, wenn ich könnte, würde ich dir ein Token geben. Aber ich keine Kamin spiele, weil ich sie nicht spiele. Best Attack. Conqueror Shrine, Renekton. Also wenn du gegen einen super krass Early Squishy Champion spielst, kannst du Dingens mitnehmen. Kannst du echt Press Attack mitnehmen, aber es scaled halt nicht so gut wie ein Conqueror für dich. Wenn du gegen Tank, also generell, lass es mich so sagen, mit Conqueror machst du nichts falsch. Ich skill gerade mit Absicht nichts. Ich werde meine W erst dann skillen, wenn ich sie brauche. Warte kurz. Oi. Nicht mit mir. Nicht mit Sir Klett. Warte, ich hätte basen sollen. Scheiße, ich habe das gerade voll verkackt. Das war dumm von mir. Ich hätte basen sollen. Scheiße, ich bin tot. Jax ist hier. Hahaha. Ey, was ist denn die ganze Zeit bei mir? I know, right? Not being able to get pause for 3 seconds.
weil viele Leute Stunden beim Coaching nehmen. Ich empfehle immer zwei. Und die meisten nehmen sich dann noch zwei. Weil eine Stunde ist zu kurz. Da, in der Stunde müsste ich Informationen richtig reinpressen. Ja, die sind doch rein. Wieso ich kein Jungle spiele? Ja, weil ich Toplane bekommen hab. Hä? Also würde ich jetzt mal so raten, ne? Ich bin eh gleich wieder auf der Gankliste. Mal gucken, ob wir den ganken können. Wo ist jetzt schon Tabis? Ja. Das ist immer das Coole, wenn man klärt Recall nach dem Gank. Man droppt meistens vom Mount und ist dann instant drauf. Und man muss halt nicht lange warten, um wieder drauf zu kommen. Also, um die Base zu verlassen. Wann weiß ich, wann ich eine gute Teamcomp habe? Kommt drauf an. Was meinst du mit Teamcomp? Meinst du für Teamfight? Im Normalfall hast du dafür ein bis zwei Tanks. Mehrere Möglichkeiten zu engagen. Da musst du noch darauf hoffen, dass du ein Champion hast, der consistent rausballert. Okay, hier wohl. Ich mache nichts anderes, Leute. Ich push Lane an und dann gehe ich roam. Das ist sehr nice für die LeBlanc, dass ich hier nochmal so viel Pressure mit aufbaue. Ich verliere zwar CS dafür, ist kacke, keine Frage. Aber dafür kommt sie ja halt. Wenn man Scaling Champions Scaling. Hä? Kommt doch auf dein Matchup an. Wenn du ein Scaling Champions spielst gegen den Lane Bully, nimmst doch keine Dingens mit. Nimmst doch keine Early Game Runen mit. Keine Scaling Runen. Wäre doch blöd, oder nicht? Pfff.
Er dachte sich auch nur so, ne? Scheiße, Mann, der Klett läuft mit 5 Millionen Movement Speed auf mich zu. Erstmal weg mit mir. Bruder muss los. Nice. Ich habe im einzig wahren Zongo Lidoso gelernt, okay? Respektiert wohl einer den Doso nicht. Was ein kranker Bastard. Ja, Leute, er kennt Zongo nicht. Direkt go next. Direkt go next. Dann wieder chillen, bis mein Ulti ready ist. Wobei, ich habe Angst vor Jax, der wird eh wieder kommen. Aber wir clean den River. Aha. Ja, seht ihr, Leute, Jax ist oben. Jax, top. Fuck, ich muss hoch, das war nicht smart von mir. Das war echt nicht smart. Oh mein Gott, warte, soll ich jetzt... Jetzt bin ich in einer Scheißposition. Oh, das... Okay, nice. Ich hoffe, sie hat kein Tipi. Camille hat kein Tipi, Camille hat kein Tipi. Ich habe hier rüber hin geblutschinkt, falls ich rüber jumpen möchte, dass ich direkt mit Ulti folgen kann. Warum habe ich auch damals aufgehört, Klett zu spielen? Also jetzt no joke, Leute, ich habe mal Klett ge-one-tricked. Don't you bite me again! Dive Bot. Let's Dive Bot. Okay, Leute, passt auf. Passt jetzt auf und lernt, okay? Bei Klett langweilig. What? Digga, ich wette, du bist irgendein Typ. Digga, was macht der Grace, Mann? Geh doch runter zum Drecksdrachen.
Bruder muss los. Ich hoffe, keiner kommt her. Oder? Lol. Ey, ich brauche noch einen Auto-Tag zum Aufbau. Oh, ich habe gerade voll Angst. Okay, Azure hat eh kein Ulti. Also ich muss... Der kommt eh nicht her. Wenn er herkommt, töte ich ihn. Da war eine Ward drin. Unlucky. Wäre da keine Ward drin gewesen, hätte ich ihn locker überlebt. Fuck, Mann. Ja, ich hätte ihn getötet, aber es war gewardet. Das zählt nicht. Das ist unfair. Ich muss zur Top-In hochgehen. Digga, was sind das für komische Premails? Oh mein Gott, Alter. Das hast du jetzt nicht gemacht. All me, kein Problem. All me, kein Problem. Das ist der Dozo-Effekt, Leute. Ihr geht rein wie ein Tier. Und euer Team folgt, als wären sie Tiere. It's Jungle Difference, lol. Psst, es ist eigentlich nicht Jungle Difference. Es ist Top Lane Difference. Aber ich will ihn tilten. Fuck machen die? Das ist aber schon gerade sehr interessant. Okay, ist der Ritter? Nein, den krieg ich eh nicht. Bei einem Glück krieg ich den eh nicht. Lass lieber in die Base gehen. Was macht Kollege denn hier, Digga? Kollege, der Boss ist immer bei mir. Er weiß genau, wo hier qualitativer Content ist. Klett ist am Splashert her nah an Koks gebadet. Ja, so kann man seine Champions auch beschreiben. Pass auf, Boys. Er wird jetzt meine Autorität resch. Passt auf, Leute. Ich will jetzt nicht übertreiben, ne? Aber ich zeige euch jetzt gleich einen fetten Play. RIP. Pass auf, Leute, ich will es jetzt nicht übertreiben. Oh, shit. Pass auf, nein, Spaß. Share Pass. Ah, LeBlanc zeigt euch auch einen fetten Play. Lol.
Griff, Bruder, muss los. Hey, yo, hat er mir gerade... Werde ich abgemordet? Nee, werde ich nicht. Ah, Leute, GG. Hä? Warte kurz. Ein Klecks meiner 80-Euro-Schokolade ist auf meine 1300 Versace-Schlappen getroffen. Ich wische das kurz mit Gucci-Schalen weg. Dann lese ich eure Hater-Kommentare Striche. Ey, der ist gut. Bruder, der ist echt gut. Wen auch noch denn? Ah, komm, Leute. Machen wir Graves. Hat er sich verdient. Kussi auf die Muschi. Yay, ich bin promoten.